Hallo und recht herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Medi und heute spielen wir wieder eine weitere Folge Minecraft Mod School. Wir waren stehen geblieben bei Refined Storage und da hatten wir ja den Controller hier gebaut. Als nächstes brauchen wir allerdings das Disk Drive. Dementsprechend brauchen wir wieder ein Casing, eine Truhe. Boah, teuer. Eine Truhe. Haben wir irgendwo hier Holz? Ja. Perfekt. Wir brauchen eine Truhe. So. Und nochmal so ein. Dafür fehlt uns ein Diamant. Das ist kein Problem. Habe ich hier. So. Disk Drive. Das Ding. So. Und dann gehen wir wieder hier an unseren geilen Ofen, lassen das einmal durchbraten und bam, fertig. In der Zwischenzeit werden wir natürlich auch noch Strom benötigen. Dementsprechend werden wir jetzt hier zwei tief gehen. Oh. Okay. Gehen wir hier halt drei tief und dann hier wieder zwei tief. Hier in den Raum rein. Dann bauen wir das da in die Ecke. Ich weiß, dass das alles nicht symmetrisch ist und ich weiß, dass das wahrscheinlich den einen oder anderen aufregt, aber es ist mir egal. Glaubt mir, Leute, Asymmetrie ist das neue symmetrisch. So, das Teil müsste fertig sein. Hier haben wir noch Kupfer. Einfach mal hier rein. Packen wir einfach mal da rein. Wunderbar. Das Disk Drive. Da. Haben wir auch. Dementsprechend können wir hier die Quest abgeben und bekommen eine Wrench. Okay. Was wir auch immer damit machen sollen. Wir brauchen das Grid. Damit müssen wir eine Storage Disk machen. 16k, was kostet die? Oh, doch schon einiges. 4k wäre noch machbar. Oder? 1k Storage. Machen wir erstmal. Ich hätte gerne eine 4K gemacht, ja, aber wir machen, denke ich, erstmal eine 1K. Okay, das bedeutet, wir brauchen Glas. Jede Menge Glas. Das heißt, wir brauchen auch jede Menge Sand. Und ich habe immer noch keine Schaufel von Tinker's Construct gemacht. Soll mich aber auch jetzt erstmal nicht dran hindern, hier ein bisschen Sand zu farmen. So. Damit hätten wir Sand. Dieses ungekattete, also dieses ungeschnittene Spielen momentan kommt mir gerade sehr gelegen, weil ich nehme alle Folgen für die komplette Woche an einem Tag auf. Und klar muss, ja, Deutsch, wie drücke ich das aus? Und klar muss natürlich auch sein, dass ich abseits ja auch noch ein normales Leben habe. Das heißt, ich habe auch Sachen zu erledigen, privat, und dementsprechend kann ich leider nicht immer so viel schneiden, weil mir auch die Zeit dann natürlich fehlt zum Aufnehmen. Was schmeißen wir mal weg? Clay. So. Weil mir dann natürlich auch die Zeit fehlt zum Aufnehmen und ich da nicht ganz hinterherkomme und ich auch nur wirklich einen Tag in der Woche Zeit habe. Weil das alles sonst zu spät wird, dies, das, Ananas.
Und deswegen gibt es jetzt hier mal was ungeschnittener. So gut ich kann, versuche ich natürlich auch was zu schneiden, aber erstmal, ey, Spasti. Ja, lauf bloß weg, wenn ich dich in die Finger kriege. So. Oh nein, er hat ein Tier getötet. Hängt ihn auf. So. Wo war ich denn geblieben? Genau. Deswegen kommt das alles etwas ungeschnittener. Tatsache ist natürlich auch, dass ein Kollege von mir gesagt hat, er wünscht sich mal etwas weniger geschnittenes. Und er möchte das gerne auch mal sehen, wie man Sachen, wie ich Sachen farmen gehe und so. Nicht so, nee, Digga, das ist doch total langweilig, das guckt schon keine Sau an. Und ja, wir machen es jetzt einfach mal trotzdem. Hat einfach den Hintergrund, dass ja, mir sonst nichts anderes sowieso gerade übrig bleibt. Einfach aus zeitlichen Gründen. So. Dann gehen wir mal hier drunter. Gehen wir schon mal hier drunter. Und jetzt brauchen wir natürlich neue. Scheiße. Haben wir denn noch Lead übrig? Haben wir noch genug? Ich schmeiß einfach mal hier einen hin. Oh, komm. Haben wir noch genug Lead übrig? Oder wird das hier noch vercraftet? Okay, hier wird es noch vercraftet. So, aber wir haben bestimmt noch genug Lead in jetzt, ne? Gell, gell, ja. So. Lead. Zack. Oh, das ist teuer. Aber wir brauchen sie. Okay. Dann nehme ich mal das Lead hier mit. So. Ach, das Stein kann auch mal hier weg, ey. Das geht mir. Ne, das nicht. Hier ist auch noch ein Lied drin. Alles klar, nehmen wir auch mal kurz mit raus. So, das lassen wir alles da. So. So, 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 so. 25 Glas. Damit machen wir erstmal die Kabel, weil ohne Kabel bringt uns der Rest auch nichts. 6, 12, 18, 24, 42, reicht. Haben wir erstmal genug Kabel. So, das Ding ist nämlich der. Refined Storage verbraucht, je nachdem wie viel da dran ist, eine Menge Energie. Deswegen müssen wir das alles wirklich etwas krasser machen. Vom Aufwand her. Nehmen wir nochmal die Chiseled Blöcke raus. Ja. So. Dann machen wir die wieder hier hin. Das führen wir dann hier schon mal weiter fort. So. Während das Glasbrett macht, hier auch schon mal so ein bisschen ready. Nein! Ah, Glas verschwendet. Hier seht ihr den Beweis von, wie verschwende ich perfekt mein Geld. Ja, genau so. Das läuft. Alles ist voll. Das Ding produziert weiter Plastik, falls wir es mal brauchen. Das können wir, das Geile ist, wir können es ja direkt abführen lassen. Essen ist noch da. Ach, scheiße. Weg. So. Packen wir mal das Stein wieder weg. Das Lied bleibt hier.
So, dran vorbei. Wie sieht's mit Kohle aus? Kohle ist voll. Wunderbar. Die Öfen füllen sich auch ganz langsam. Round Robin, ne? Der ist voll, der ist voll. Der ist dann voll. Und der ist auch voll. Okay. Kurz nur mal die Stromversorgung checken, tut mir leid. Ich verfange mich immer so in so Sachen, die ich überhaupt eigentlich gar nicht machen will. So, wir haben Strom verlegt, dann gehen wir wieder auf Refined Storage. Refined Storage. Bauen uns die 1K-Diskette. Zack. Und zack. Die ist relativ einfach gecraftet. Jetzt haben wir keinen Redstone mehr. Oh. Oh, ich krieg die Krise, ne? Kann man daraus irgendwie... Ne. Ja gut, wir sind jetzt schon bei 11 Minuten. Ich will ja heute noch was schaffen. Ich mache hier nochmal einen kleinen Cut und fahre mal gerade ein bisschen Redstone, okay? Bis gleich. So. Wie ihr seht, ich war ein bisschen auf Redstone-Tour. Und habe ein bisschen was zusammengesammelt. Damit können wir jetzt weitermachen. Und zwar brauchen wir davon eine. Damit hätten wir das nächste Kapitel erreicht, bekommen sogar eine 16K Storage Cell. Und jetzt brauchen wir noch das Grid. Das Grid craften wir wie folgt. Wir brauchen einmal das hier mit Gold. Gott sei Dank haben wir davon noch so viel. Zack. Davon machen wir zwei. Machen wir. Dann das hier mit Quarz. Zack, 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 zack. Machen wir direkt zwei. Das kommt hier in den Ofen. Sollte relativ schnell gehen. Eins, zwei. Habe ich sie jetzt mit? Na, komm. Ah, Mann. Auf die zwei Glas kommt es jetzt auch nicht mehr an. So. Daraus machen wir dann den hier. Und dann brauchen wir einmal den hier. Gott sei Dank haben wir Glowstone gefarmt. Das kommt dann weg. Das hole ich dann mal wieder zurück. So. 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 Ein Machine Casing. Und dann nur noch die zwei. Okay, die müssen wir anscheinend auch noch braten. Machen wir schnell. Oh, 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 oh. Weiter. So. Ich habe nämlich gemerkt, dass das Lied anscheinend urheberrechtlich geschützt ist, obwohl das eine Playlist ist mit GEMA-freier Musik. Danke an den Ersteller dafür. Machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Song, genau. So, jetzt haben wir alles für ein Grid. Und wir machen uns am besten direkt das Crafting Grid. Aber erstmal Make Crafting Grid. Okay. Wir machen uns direkt das Crafting Grid, dann haben wir das nämlich hinter uns. Dafür brauchen wir eine Werkbank und nochmal so einen. Diamanten habe ich dabei. Zack, zack. Zack, zack. So.
und eine Werkbank. Haben wir auch. Das schmelzen wir auch direkt. So. So. Boom. Wir machen uns das Crafting Grid. Ein Abwasch. Haben wir dafür was bekommen? Nein. Okay. Dann können wir das System eigentlich jetzt schon soweit aufbauen. Dann sind wir schon soweit. Wir brauchen den Controller. Wir brauchen das Crafting Grid. Wir brauchen den Disk Drive. Wir brauchen das Crafting Grid und die beiden Platten. Der Controller kommt hier dran. Daneben kommt das Disk Drive. Da drüber kommt das hier. Dann packen wir hier die Disketten rein und dann können wir hier unseren ganzen Stuff schon mal reinlegen, den wir nicht benötigen. Geil, damit hätten wir schon mal unser erstes Lagersystem. Würde ich sagen, befülle ich hier nochmal den ganzen Scheiß mit allem, was wir hier haben. Beziehungsweise alles, was reinpasst. Und wir werden das Ganze dann noch ein bisschen verbessern müssen. Aber kann sein, dass ich das noch offscreen mache oder auch nicht. Wir werden sehen. Meine Energie bleibt konstant. Das ist auch schon mal sehr gut. So. Dann brauchen wir zum Craften nämlich nicht mehr hier hin. Dann ist dieser Eingangsbereich erstmal überflüssig. Und den können wir dekorativ vielleicht noch etwas besser gestalten. So. Ich mache jetzt soweit alle Kisten leer, die ich leer machen kann. Und dann sehen wir mal weiter. Wie sieht's aus? Oh, die sind noch in Ordnung. Anscheinend habe ich noch nicht so viel Stuff. Das würde ich ändern. Wenn das alles reinpasst, wäre das schon Bombe. So. Können wir nämlich die ganzen Kisten, die hier sind, können wir alle abbauen. Nie wieder Kisten. Geil. Ich bin gerade schon so ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Also, das macht mir schon Spaß. So, alles mal hier rein. Wir können natürlich später noch mehr Crafting Grids machen und die in den Räumen verteilen. So, dass wir in jedem Raum vielleicht ein Crafting Grid haben, damit wir überall drauf zugreifen können. Aber für das Erste reicht das da. Ich bin gerade irgendwie happy, dass wir das endlich mal hinter uns gebracht haben. Und die Disketten sind immer noch nicht voll. So. Einmal Brot raus. Und dann war hier eine Axt drin. Die brauchen wir auch noch. Das machen wir noch gerade schnell. Wir machen noch gerade alle Kisten leer, die wir hier haben.
So, und dann nehmen wir die direkt mit. Dann haben wir die aus den Füßen. Das nehmen wir auch alles mit. Und damit ist der Raum erstmal leer. Damit hätten wir das dann auch schon mal geschafft. Und dann müssen wir uns mal was Dekoratives überlegen, weil man kann ja auch von oben reingucken und so. Und dann denke ich mal, wird das schon eine super Sache. So, alles da rein. Auch du. Und du erstmal. Und damit würde ich sagen, haben wir die Folge auch für dieses Mal erledigt für heute. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Scheißegal, Bewertung ist Bewertung. Schreibt in die Kommentare rein, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Oder generell einfach mal irgendwas, damit wir so ein bisschen quatschen können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Minecraft Academy. Haut rein. Ciao.